So, wir haben gerade als erstes gesehen Arnold Schönberg, Pirolinaire, dirigiert von Pierre Boulez, einem der ganz, ganz großen französischen neuzeitlichen Komponisten, Dirigenten und Interpreten von einem großen Spektrum moderner klassischer Musik bis hin zu den ganz abstrakten Neutönern wie Ligeti und eben Schönberg und so weiter. Was bedeuten mir beide? Zunächst einmal steht Schönberg ja für einen ganz radikalen Einschnitt in der Musik vor etwa 100 Jahren mit der Erfindung und der Mitprägung der Zwölftonmusik und dergleichen. Und das war schon in meinem Leben, hat das eine sehr, sehr große Bedeutung gehabt, als ich in Berührung, in Erfahrung mit dieser Musik kam, mit der Abstraktion, in dem ich eigentlich als vergleichsweise eher weniger musikalisch-akademisch ausgebildeter Musiker und Musikproduzent einen sehr starken intuitiven Zugang zu abstrakter Musik, zu Atonalität, zu Clustermusik empfunden habe, aufgrund meiner offensichtlich eher naturgegebenen Hörgewohnheiten und dem, was mich aus Jugendkultur und Hörgewohnheiten beeinflusst hat. Boulez ist, muss ich sagen, ganz klar einer meiner ganz, ganz großen Helden der modernen, abstrakten Musik. Ein bisschen das, was vielleicht für Deutschland Karl-Heinz Stockhausen ist, wenn man so will, der natürlich großartig auch Alban Berg inszeniert hat oder Leute wie Ligeti oder auch natürlich das einen großen Teil des Repertoires von Arnold Schönberg eben. Und dieser ganze Klangkosmos, diese ganze Welt, die beide im Zusammenhang und jeder für sich repräsentieren, haben für mich eine sehr, sehr große künstlerische, musikalische Bedeutung. Was ist ansonsten noch zu sagen zum Stück konkret, zu Schönberg, Pirolinaire? Natürlich ist die Musik bezeichnet ja irgendwo auch, auch wenn die Zwölftonmusik bekanntlich gewissen Gesetzmäßigkeiten unterliegt, wenn man streng den Vorgaben von Schönberg folgt, handelt es sich natürlich auch irgendwo um etwas Abstraktes in dem Sinne. Und so ist auch der Text in meiner Wahrnehmung changiert zwischen einer konkreten Story, wenn man das so nennen will. Es hat ja eine Thematik, um es da geht, die aber an vielen Stellen aus meiner Sicht textlich sehr, sehr stark interpretierbar ist. Was ich sehr amüsant und spannend fand am Rahmen, als man sich so ein bisschen mit dem Hintergrund, mit der Historie des Stücks befasst hat, gibt es eine schöne Geschichte, wenn sie denn so stimmt, die zitiert wird, dass als das Stück Uraufführung hatte oder einer der ersten Aufführungen, damals noch mit Schönberg selbst natürlich als Dirigent und das damalige Orchester 1912 oder wann aufführen sollte und große Schwierigkeiten hatte, diesen neuen klanglichen Kosmos umzusetzen und zu verstehen, beschwerte sich bei Schönberg lautstark, was das denn solle, sie würden es nicht verstehen und wie es denn spielen würden und das sei ja unverständliche Musik und Schönberg beschwerte sich protestierend beim Orchesterleiter und sagte, was seid ihr für Banausen, ihr solltet dankbar sein, das spielst du und das ist die Musik der Zukunft und der Orchesterleiter antwortet, wenn es die Musik der Zukunft ist, warum müssen wir denn heute schon spielen, was ich sehr, sehr amüsant finde. Aber Schönberg ist, wie gesagt, ist ein Thema, was mich interessiert, wie Pierre Boulez. Ich bin dann doch eher vielseitig und vielschichtig unterwegs, deswegen nun zu unserem zweiten Video, was völlig anderes da zeigen wird.